Stundenzeiger. Minutenzeiger. Knopf hier. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Das hat was mit Bruno zu tun. Laufen wir zu Bruno. Aufmachen. Ich meine, unser schlafender Riese ist ja eindeutig Bruno. Also, das wäre jetzt zumindest das Erste, was mir eingefallen wäre, weil sonst schläft niemand. Und ja, ein Mauszeiger, genau. Und ansonsten, ich meine, Bruno sieht ja jetzt auch nicht so unbedingt so klein aus, so wie ich ihn zumindest in Erinnerung habe. Es ist schon, ja, fast eine Woche her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Naja, bis auf das Ganze rumprobieren. Also habe ich ihn doch erst vor kurzem gesehen. Ja, ich rede wieder sehr viel Unsinn, aber das ist ja nichts Neues. So. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits... Kennen wir schon. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige... Lass ihm gehen! Willst du keinen Ball? Man kann mit Bruno nicht Ball spielen. Er verschluckt die Bälle immer. Der Ball sieht... Ich bin mir sicher, dass wir ihm einen Gefallen tun müssen. Aber... Bruno und Spot vertragen sich ganz gut. Bruno sieht davon ab, Spot als Dessert zu verputzen. Und Spot hat aufgehört, an Brunos Fußnägeln zu knabbern. Wie tun wir dem jetzt einen Gefallen? Naja, fragen wir mal Opa. Vielleicht weiß der was. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Aber klar... Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Da frag mich, Sophie! Sagt dir der Name Shana etwas? Sagt dir der Name Shana etwas? Shana. Shana. Vor langer Zeit wurde mir die Legende von einem Orakel erzählt, dass ihr irgendwo im Herbstwald leben soll. Und ich glaube, ihr Name war tatsächlich... Sag mal, gehst du etwa? Entschuldigung. Red weiter. Du wirkst etwas desinteressiert. Ja, na gut. Mal sehen. Orakel, Herbstwald. Ach ja, und ihr Name war Shana. Und das war schon die ganze Geschichte. Im Groben. Hat es dir weitergeholfen? Geht so. Was weißt du über die Chaski? Was weißt du über die Chaski? Oh, die Chaski. Als ich noch ein Bengel war wie du, da wollte ich auch unbedingt ein Chaski werden. Ich will kein Chaski werden. Die Chaski sind Boten des Königs. Mutige Abenteurer, die sich durch ihr Geschick und ihren Mut auszeichnen. Ihre herausragendste Eigenschaft ist, dass sie immer eine positive Einstellung bewahren. Ganz egal, wie aussichtslos ihre Lage auch sein mag. Sie sind also das genaue Gegenteil von dir, Sedgwick. Danke, Ben. Sehr hilfreich. Ich denke, das hat auch so jeder mitbekommen. Ja, aber ich dachte, ich sage es einfach nochmal laut. Lass dich nicht ärgern. Du wirst sicher ein guter Chaski. Ich will gar kein Chaski sein. Und Ben hat recht. Ich wäre auch kaum qualifiziert für den Job. Sei nicht so hart zu dir. Jeder kann sich ändern. Ich will mich nicht ändern, okay? Du solltest es versuchen. Es kann nur besser werden. Ich ramm dir gleich irgendwas in den Kopf, wenn du nicht die... Ja, egal. Was weißt du über Corona? Ah, Corona. Die königliche Residenz, das Zentrum der Welt. Ich war schon sehr lange nicht mehr da. Es ist ein wundervoller Ort, wie aus einem Märchen. Das Schloss steht majestätisch auf einem Hügel. Die orangenen Dächer funkeln im güldenen Licht. Der Hügel wird umringt von kleinen Dörfern und saftigen grünen Wiesen. Im Himmel jagen sich die Feuerdrachen und Schafe hüpfen im Schatten der Bäume. Die Wolken sind rosa und alle Menschen lächeln.
Die Kinder, die am Wegesrand spielen, die schöne Bäuerin, die die Enten zum Fluss treibt und selbst dein Kutscher, der dir zuruft. Von dem Tabak aus der Kiste dort sollten sie aber nicht so viel rauchen. Ach, ja, das waren Zeiten. Ich frage mich, wie es heute da aussieht. Man erzählt sich, das Ende stehe kurz bevor. Ach ja, der gute Opa. Was weißt du denn eigentlich über die Asgil? Was weißt du über die Asgil? Ich kenne nur Gerüchte über die Asgil. Fest steht, dass es sich um eine boshafte Horde aus abscheulichen Monstern handelt. Sie wohnen im Untergrund, in Höhlen oder tiefen Schluchten. Sie hassen das Sonnenlicht. Ihr Anführer heißt Luko. Er ist ein kaltblütiger Feldherr. Man erzählt sich, dass er dem König den Krieg erklärt hat. Aber das kann auch nur Geschwätz sein. Das ist alles nur Geschwätz. Mach dem Kleinen doch keine Angst. Die Asgil sind nichts weiter als ein Schauermärchen. Na und? Meine ganze Ehe war ein Schauermärchen und daraus ist immerhin euer Vater hervorgegangen. Wenn ich es recht bedenke, eure Großmutter könnte auch ein Asgil gewesen sein. Kaltherzig genug war sie. Und der Name Gilsa ist sogar ein Anagramm. Wenn man die Buchstaben anders sortiert, dann heißt es Asgil. Aber Opa, Oma hieß doch gar nicht Gilsa. Sie hieß Ilsa. Und warum habe ich mir dann Gilsa auf den Hintern tätowieren lassen? Ich nehme an, du hattest zu viel getrunken. Ach, stimmt. Nüchtern wäre ich bestimmt nie auf die Idee gekommen, im Tätowierladen zu heiraten. Ach, unser Opa, ja, der ist genial. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Nein. Bis später. Kopf hoch, Ben. So, Ben, hast du denn auch was zu sagen? Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Ach. Bis später. Ja, bis. Und denk immerhin, bist du. Reden wir nochmal mit den Steinbrüdern. Vielleicht haben die was. Weil an sich müssen wir irgendwas für Bruno tun. Nur hier hat sich nichts geändert. Also, ich meine, Sachen müssten wir genug haben. Ich meine, wir haben ja alles gemacht, außer zu Shana zu gehen. Auch wenn ich noch glaube, dass wir irgendwas mit diesem Kanonending machen müssen. Einen Moment, mal eben auf den Zettel gucken. Bruno waschen. Bruno waschen. Ja, das ist es. Ach nein, falsch. Hey, das kennen wir schon. Wir wollten reden. Hallo. Ingo. Du kennst. Wann kann man Shana noch gleich antreffen? Jedenfalls nicht um 12:30. Richtig? Richtig. Und was passiert um 12:30? So ungeduldig. Warte doch, bis es 12:30 ist. Typisch Beinwesen. Bis später. Du weißt. Wir. Ich habe es wieder weggedrückt. Nein, 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 nein. Es tut mir leid. Na, Verpeiltheit ist schon eine tolle Sache. Hat sich denn noch was verändert? Nein, außer das da. Hier Aufzug und ich hab. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Wir sollen ihn waschen. Das Licht fällt genau... Kann das Zufall sein? Ja, kann es, aber ist es nicht. Das sind keine Kopf... Gut, der Weg war, hat sich wieder nicht gelohnt. Aber immerhin. Hier ist ganz viel Wasser, aber ich vermute mal, dass wir irgendwie den Eimer über den Kopf kippen müssen. Keine Ahnung. Vielleicht Spot nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Spot mit Wasser füllen, sage ich mal, und dann auf Bruno wieder rauslassen.
Aber was mich eben stört, ist, dass dieser Kanonenrohr-Trick vorher noch auf dem Zettel steht. Weil den haben wir ja nicht gemacht. Spot-Eimer. Er hat schon genug... Nein, hat er nicht. Schatulle. Ich sollte die Sachen... Ich will un... Okay. Aber wie waschen wir den denn dann? Ach, Bruno. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Steinmütze vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich sie auf diese Weise wieder aufgeweicht bekomme. Ich dachte, da könntest du jetzt Wasser reinkippen, Mann. Ja. Anscheinend müssen wir vorher doch noch einen Kanonenkugeltrick machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Also, wir brauchen eine Kanone und alles und da das ist... Also ich verstehe nicht so ganz, was das alles soll. Bomben haben wir. Wir haben den Korken in den Baum gesteckt. Aber was haben wir denn dabei? Also wir haben einen Zettel dabei. Publikum suchen haben wir gemacht. Kanonenrohrtrickproben. Ja, also wir müssen was mit Bruno anstellen. Ihm einen Gefallen tun. Aber das ist irgendwie hoffnungslos. Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz... Darf ich auch mal? Die Antwort lautet nein. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Gibt's was zu tun? Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten du pro oder du vielleicht. Dann mache ich lieb. Ach, verdammt. Bis spät. Ja, bis. Und denk dran, immerhin bist du ein... Also, das ist jetzt doof. Ich meine, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Wir müssen nämlich irgendwas mit Bruno anstellen. In diesem Fall liegt sogar das Bruno-Waschen ziemlich nahe. Aber wir kriegen weder irgendwie Wasser in die Schatulle, in die steinerne Mütze, sondern noch sonst irgendwas. Und anscheinend müssen wir vorher den Kanonenkugeltrick machen. An dem Baum. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Denn ich komme nicht in den Baum rein oder sonst etwas. Und das ärgert mich jetzt so ein wenig, weil eigentlich kommen wir ja weiter, nur wir kommen halt nicht weiter. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Weil Shanas toller Hinweis ja hier, ne, großen... Oh nein! Oh! Okay, also, ich werde euch jetzt nicht sagen, was ich für eine Idee hatte, weil entweder... Ihr sitzt da und denkt, oh, ist der doof? Ihr soll mal jetzt endlich voranmachen und rauskriegen, was ich gerade mir denke. Das hat mich auch oft, wenn ich Let's Plays gucke. Oder es ist absoluter Dummfug, was ich denke. Oder ihr werdet euch gleich total überrascht sein, wenn ihr das nicht gedacht habt, was ich jetzt denke. So. Minutenzeiger... Ich wusste es. Hier, auf dem Zettel steht, großem Vieh was gefallen tun, Bruno waschen. Habe ich die ganze Zeit richtig gesagt, nur statt die Uhrzeit zu nehmen, die davor steht, habe ich versucht es zu tun. Was ja aber Quatsch war. Was ist jetzt? Da. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Ja, kann es, ist aber nicht. Jetzt scheint das Licht auf diesen Zettel hier. Da steht, die Farben kommen zurück in die Welt. Hm? Was? Die Farben kommen zurück in die Welt. Fragen wir mal die Steine, ob die was wissen. Hallo.